Heute zeigen wir Ihnen, wie Sie den Heizkörper-Thermostatkopf EQ3 montieren und in Betrieb nehmen. Zuerst drehen Sie Ihr altes Thermostat auf die höchste Stufe. Nun entfernen Sie Ihr altes Thermostat. Zunächst öffnen Sie die Abdeckung des Batteriefachs und entfernen den Entladeschutz. Anschließend setzen Sie die Abdeckung wieder auf und verschrauben das Thermostat handfest mit dem Heizkörper. Im Anschluss daran stellen Sie das Datum und die Uhrzeit mit Hilfe des Stellrades ein. Zum Bestätigen Ihrer Eingaben drücken Sie auf das Stellrad. Nun erscheint INS im Display. Als nächstes drücken Sie erneut auf das Stellrad. Anschließend erscheint ADA im Display und der Thermostatkopf führt eine Autojustierung durch. Zunächst drücken Sie für ca. 3 Sekunden die Menütaste und wählen den Punkt PRO aus. Nun wählen Sie ein Wochenprogramm aus und bestätigen dieses. Anschließend stellen Sie die Temperatur ein und bestätigen diese. Als nächstes geben Sie die Zeitspanne ein und bestätigen diese ebenfalls. Nun geben Sie erneut eine Temperatur und eine Zeitspanne an. Für weitere Programme wiederholen Sie diesen Vorgang. Des Weiteren verfügt das Heizkörperthermostat über eine automatische Frostschutzautomatik, einen Verkalkungsschutz, eine Kindersicherung und einer Fensterauffunktion. Überzeugen Sie sich selbst von dem Heizkörper-Thermostat-Kopf EQ3. Ihr Team von Pollen Elektronik.